Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part ist sehr viel passiert. Wir haben den Elementargeist Celsius, ja, besiegt und er hat sich uns angeschlossen. Des Weiteren wurde Ozette zerstört. Dort sieht man noch einen Haufen Asche. Und wir haben einen Überlebenden dort gefunden und mit dem sind wir jetzt auf dem Weg zu Altessa. Also würde ich sagen, nichts wie rein hier. Hallöchen! Lass uns Freunde sein! Mythos, du hast ganz allein gelebt, ja? Das stimmt. Wo sind deine Mutter und dein Vater? Sie sind beide tot. Genau wie meine Eltern. Wirklich? Wir sind uns sehr ähnlich, nicht wahr? Ja, das sind wir. Ich glaube, wir können gute Freunde werden. Freunde? Ehrlich? Ja, lass uns Freunde sein, okay? Danke. Mythos und Genus haben sich angefreundet. Schön. Und wir laufen ja noch mit Genus rum. Nö, nö, das geht gar nicht. Dann laufen wir hier wieder mal eine Runde mit Presea rum und dann reden wir doch mal mit Tabitha. Der Meister möchte euch etwas mitteilen. Okay. Dann eben mit Altessa. Ich war damals als Handwerker für Crucius tätig. Du stehst also auf der Seite der Engel, auf der Seite von Eudrasil? Du kennst Lord Eudrasil? Ob ich ihn kenne? Es ist seine Schuld, dass Tetiala und Silverant um ihr Mana konkurrieren. Uff. Das ist ein Crucius-Kristall. Ich verstehe, du musst die Auserwählte der untergehenden Welt sein. Das ist vielleicht Schicksal. Was in Ozette geschehen ist, war meine Schuld. Was? Was meinst du damit? Ich begann die Arbeit, die ich verrichtete, zu hassen, da ich damit indirekt Menschen tötete. Ich verließ Crucius und versteckte mich in Ozette. Aber ich wurde von einem Design namens Rodile aufgespürt. Er versprach, mein Leben zu verschonen, wenn ich ihm einen Crucius-Kristall anfertige. Das heißt, das Experiment an Presea wurde von Rodile und dem Patriarchen organisiert und dann auf deren Geheiß von dir und Kate ausgeführt. Richtig. Rodile plante eine Revolte gegen Crucius, während er in den Diensten der Design stand. Da ich Rodile darin unterstützte, wurde Lord Eudrasil wurde zornig und er zerstörte die Stadt Ozette, die mich als Flüchtling aufgenommen hatte. So wurde also Presea, die Schatten meiner Vergangenheit sichtbar macht, so wurde sie also in diese Geschichte verwickelt. Ich finde dafür keine Worte. Es tut mir leid, ich kann mich nur immer wieder dafür entschuldigen, aber mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Meine Zeit kommt nicht wieder. Die Leute aus der Stadt und mein Papi werden nicht zurückkehren. Presea. Es tut mir leid. Entschuldige dich nicht. Auch wenn du dich entschuldigst, ich kann dir im Augenblick nicht verzeihen. Oha, harte Worte. Presea, ich weiß, dass du einen schweren Verlust erlitten hast, aber bitte vergiss dich selbst nicht. Und weg sind sie. Ich kann Preseas Gefühle ein bisschen verstehen. Manche Dinge kommen nie wieder. Auch
wenn er sich entschuldigt, auch wenn er sich entschuldigt. Auch wenn man verzeihen möchte, diese Gefühle bekommt man nicht in den Griff. Wenn einem nicht verziehen wird, ist das wie eine Strafe. Das finde ich nicht. Verzeihen oder nicht verzeihen ist keine Strafe. Ich kann es nicht gut erklären, aber... Ach, nun egal. Lasst uns keine philosophische Diskussion führen. Presea muss sich nicht zwingen, ihm zu vergeben. Lasst uns lieber darüber nachdenken, was wir jetzt tun können. Ja, du hast recht. Ich persönlich finde, wir sollten Altessa fragen, was er alles über Crucius weiß. Wir haben im Augenblick nicht genug Informationen. Stimmt ihr zu? Ja, Presea, würdest du lieber hierbleiben und warten? Nein, ich werde auch zuhören. Okidoki, dann würde ich mal sagen, laufen wir hier rein. Klopf, klopf, klopf. Hallöchen, jemand zu Hause? Gut, dann sprechen wir erstmal wieder mit Tabitha und danach... ja, okay. Erst der Dialog. Genes scheint sich mit Mythos angefreundet zu haben. Das freut mich. Er hat keine Freunde in seinem Alter. Und sein Name Mythos ist der des Helden aus dem alten Krieg. Ein wunderschöner Name, nicht wahr? Der Held Mythos aus dem alten Krieg, er war mit Sicherheit ein großer Mann. Ich bin nicht Mythos. Mein Weg ist mit Sicherheit ein anderer, aber genau wie Mythos will ich die Welt retten. Oh, ein schönes Vorhaben, Leute. Wir werden dich tatkräftig unterstützen. Bitte verzeiht dem Meister. Ja, irgendwann vielleicht mal. Ach, guckt euch den Stöpsel hier an. Hallöchen. Ja, habt ihr meinen großen Bruder gesehen? Was zum Teufel? Wovon sprichst du? Mein großer Bruder ist immer noch nicht zurück. Ich bin auf der Suche nach ihm. Dein Bruder ist bereits nach Hause gegangen. Wirklich? Nicht wahr? Wirklich? Sie suchen bestimmt nach dir. Du solltest nach Hause gehen. Wirklich? Ich gehe nach Hause. Ciao. Dann könnten wir ja den kleinen Gnomletten eventuellerweise nochmal einen kleinen Besuch abstatten, wer weiß. Wollt ihr etwas von mir? Kannst du uns etwas über Crucius erzählen? Das ist eine lange Geschichte. Macht nichts. Wir haben Zeit. Oh. Ah, schön. Gut. Crucius ist eine Organisation, die fast nur aus Halbelfen besteht. Zudem ist außer mir noch eine große Zahl anderer Zwerge involviert. Es gibt also neben dir und meinem Vater noch weitere Zwerge? Ihre Ziele sind die Ehre der Halbelfen auszurufen und die Wiedergeburt Martells. Für diesen Zweck benutzen sie die Kirche von Martell und versuchen die Auserwählte mit Martells Bewusstsein zu verschmelzen. Aber wenn das wahr ist, warum versuchen die Designs dann die Auserwählte zu töten? Exvius und Crucius Kristalle erwachen, wenn sie von der Angst und den Leiden der Menschen stimuliert werden und auch durch deren Kampfgeist. Deshalb zersetzen die Designs die untergehende Welt, um die Engeltransformation zu ermöglichen. Setzen sie die Auserwählte bewusst Gefahren aus. Rodile, welche Ränke schmiedet er? Die Wiederaktivierung der Mana-Kanone. Er ist an die Pläne für die Mana-Kanone gelangt und baut sie in Silverrand nach. Er ist zudem der Leiter einer eigenen Farm. Er setzt seine Gefangenen für den Bau der Kanone ein. Er plant vermutlich nach ihrer Vollendung ein eigenes Imperium zu errichten. Wie kann er nur alle darunter leiden lassen? Sag, stimmt es, dass Yggdrasil die beiden Welten erschaffen hat? Nun, so habe ich es gehört. Er verankerte die beiden Welten, die sich niemals berühren dürfen, mit 4 Mana-Konnexen. Im Zentrum der Konnexe platziert er den göttlichen Keim, um diesen zu schützen. Der göttliche Keim? Wo habe ich das schon mal gehört? Er taucht in
erzählte Geschichten vom Helden Mythos auf. Die Leute nannten ihn die Seele von Mythos, welcher nach Ende des Alten Krieges auf den heiligen Ebenen von Kalan starb. Moment mal, das stimmt zwar, aber warum existiert die Legende von Mythos aus Silverrand auch hier? Ich frage mich das schon eine ganze Weile. Es gibt zwei heilige Ebenen von Kalan, zwei Türme des Heils und sogar die Legende von Mythos wird hier erzählt. Anscheinend müsste es an den Polen möglich, zur jeweils anderen Welt zu reisen. Ich weiß zwar nicht, wo sich diese Pole befinden, aber vielleicht pendelte die Person, die wir als Mythos kennen, zwischen den Welten. Bipolar? Ja, das ist... Professor, was ist? Das ist meine Theorie. Vielleicht war der alte Krieg in Wirklichkeit ein Krieg zwischen Tethiala und Silverrand. Und Mythos, der Held, schloss einen Waffenstillstand, der den Krieg beendete. Und das ist der Grund, weshalb die Legende von Mythos in beiden Welten existiert? Ja, und wenn wir annehmen, dass eine der beiden Pole die heilige Ebene von Kalan ist, verstehen wir die Bedeutung der Existenz von zwei Ebenen. Das ist das Tor zwischen den beiden Welten. Ja, das macht Sinn. Ich habe viele Ideen zur bipolaren Struktur der Welten gehört, aber diese scheint eine logische Grundlage zu haben. Welche Ideen gab es noch dazu? In Altamira erzählt man sich eine Legende über das sogenannte Tor der Welten. Einige sagen, es handelt sich dabei um einen Pol. Das Tor der Welten? Was ist also der göttliche Keim? Das weiß ich auch nicht, aber Lord Eudrasil sagt, er sei wichtiger als sein Leben. Irgendwie kapiere ich das alles gar nicht richtig. Ihr müsst mittlerweile ziemlich müde sein. Warum bleibt ihr nicht über Nacht? Mythos, richtig? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, kannst du eine Weile bei mir wohnen. Bist du sicher, dass das okay ist? Ich bin eine Halbelf. Es leben nur Tabessa, die ich erschaffen habe, und ich, ein Zwerg hier. Du hast Tabessa erschaffen? Ja, Tabessa ist eine automatische Puppe. Es ist also überhaupt kein Problem, ein Halbelf hier zu haben. Tabessa ist eine Puppe? Okay. Wir bleiben auch über Nacht hier. Bist du damit einverstanden, Prisea? Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Ich werde jetzt das Abendessen vorbereiten. Dann bleiben Genus und Rain auch hier, richtig? Ja, ich will noch mit dir spielen. Ich hatte noch nie einen Halbelf zum Freund. Du bist mein Freund? Natürlich! Danke. Wow, viel haben wir wieder erfahren. Eine ganze Menge und sehr... Nützliches auch. Auf? Wach auf. Leute, wach auf. Professor Rain ist weg. Was? Na toll. Und wieder ist die Gruppe dann nicht beisammen. Wovon sprichst du? Rain ist fort. Sie hat aber eine Nachricht hinterlassen, dass sie etwas herausfinden wollte. Kurz vor Sonnenaufgang sah ich ein Rihard in Richtung Süden fliegen. Vielleicht war es Rain. Süden, also in Richtung Altamira. Jetzt, wo du es erwähnst, ihre Hoheit hat sich gestern seltsam benommen. Sie hörte gar nicht mehr auf, über das Tor der Welten zu reden. Was sollen wir tun, Lloyd? Ich mache mir Sorgen, sie ist ganz allein. Lasst sie uns suchen, wir sollten im Augenblick nicht getrennt sein. Nehmt ihr mich mit? Was redest du da? Es ist gefährlich. Ich weiß,
Aber ich mache mir Sorgen um sie. Zurzeit wird Tetiala von Monstern regelrecht belagert. Es ist das erste Mal, dass ich andere Halbelfen getroffen habe. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Boah, ja, was sagen wir denn da noch Großartiges? In Ordnung, komm mit. Danke, Lloyd. Ist schon in Ordnung. Jeder Freund von Genis ist ein Freund von mir. Okay, lasst uns unser Bestes geben, Genis. Ethos, vielen Dank. Genis, lass ihn auf deinem Rehard mitfliegen. Okay. Stopp, stopp. Warte, das ist für Prisea. Eine Schutzfassung? Man kann es kaum als Wiedergutmachung bezeichnen. Aber ich habe es trotzdem angefertigt. Sie ist zuverlässiger als das Provisorium, das sie jetzt trägt. Einfach mal Lloyds Arbeit so total in den Dreck gezogen. Aber egal. Prisea, nimm sie an. Okay. Gut, und dann sind wir wieder dort, wo wir im im Part angefangen haben. Dann würde ich aber auch sagen, beenden wir hier den Part wieder. Und bevor hier wieder ein Dialog kommt, drücke ich schon mal schnell Pause. Viel haben wir wieder erfahren. Und ja, vor allem richtig Wichtiges, zum Beispiel, ja, banale Theorien, von denen man noch nicht wirklich sagen kann, ob sie wahr sind. Aber wahrscheinlich könnte Silverrand und Tetiala ja mal eins gewesen sein, laut der Theorie. Klingt plausibel. Aber wollen wir mal gucken, was wir in den weiteren Parts so noch darüber in Erfahrung bringen können. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss!